Sim, receba! Graças a Deus, pai, o cara da luva de prendeiro é o melhor do mundo! Eu sou tocador, cruzador e fazendo... Die meisten von euch sollten den Jungen aus dem Clip mindestens einmal gesehen haben. Das Social-Media-Phänomen begeistert die ganze Welt. Wir fragen uns bei unserer Recherche zunächst nur, wer dieser Junge eigentlich ist, was er nach seinen Toren schreit und was das überhaupt bedeutet. Doch wir stoßen dabei auf etwas Größeres. Vorwürfe, die von Knebelverträgen und Ausbeutung handeln. Im Internet heißt es bei einigen nicht mehr Hashtag Luva de Pedrero, sondern Free Luva de Pedrero. Falls dir Videos wie solche gefallen und du in Zukunft keine mehr davon verpassen möchtest, abonniere jetzt gerne den Kanal und los geht's. Der Junge aus dem Video heißt mit bürgerlichem Namen Iran Ferreira und ist 20 Jahre alt. Sein Spitzname ist Luva de Pedrero. Warum er sich so nennt, erschließt sich im Laufe des Videos. Iran lebt im Nordosten Brasiliens in der kleinen Gemeinde Quijingue im Bundesstaat Bahia. Er und seine Familie leben dort ein bescheidenes, aber glückliches Leben. Seitdem er 5 Jahre alt ist, spielt er Fußball, ist dabei Fan vom brasilianischen Verein Vasco da Gama und wollte wie die meisten kleinen Jungs Profifußballer werden. Bekannt wurde er durch seine kurzen Clips auf TikTok. Diese filmt er bei sich in der Gegend. Zu sehen ist ein sandiger Boden und ein rostiges Tor in einer Steppenlandschaft. In den meisten Videos schießt er außergewöhnlich schöne Tore, rennt dann in Richtung Kamera und fängt an, schnell Portugiesisch zu reden. In den Videos trägt er Handschuhe. Allerdings keine normalen, sondern Maurerhandschuhe. Die hat er sich schon damals gekauft, um Handschuhe wie ein Profifußballer zu tragen. Als die Leute unter seinen Videos kommentierten, dass er sich doch vernünftige Handschuhe kaufen sollte, nutzte er diese Situation für sich. Er nannte sich, wie anfangs erwähnt, Luva de Pedrero. Und das bedeutet übersetzt Maurerhandschuh. Es wurde sein Markenzeichen Receba zu schreien. Das bedeutet so viel wie nimm das. Nach seinen Toren schreit er ansonsten noch, dass der Junge mit den Maurerhandschuhen aus Brasilien der Beste sei, er dem lieben Gott dankt und so weiter. Cara da luva de pedreiro, pai! Receba! Pra todos vocês aí, que tá pensando em desistir do seu sonho, não desista não, parceiro. Quem tá falando é eu, que não desista. Que qualquer dia aí, seu sonho vai se realizar, meu parceiro! Receba, cara da luva de pedreiro, obrigado, meu Deus! Dieses Jahr feiert er seinen Durchbruch auf Social Media. Nachrichtenportale berichten über seinen Erfolg. Neymar, Richarlison, Ronaldos Sohn, der FC Barcelona, die Spieler von Liverpool und viele weitere Fußballer und Clubs erwähnten ihn oder machten ihm nach. Er wurde zum internationalen Meme und hat zusammengerechnet mittlerweile weit über 15 Millionen Abonnenten auf all seinen Social Media Kanälen. Es ist nun so weit gekommen, dass er seinen zuvor erwähnten Herzensclub Vasco da Gama sogar besuchen durfte. Dort sprach er mit den Spielern, machte Fotos und so weiter. Und nun hat ihn sogar der brasilianische Zweitligist Ibis Sportclub eingeladen, um ihn fest zu verpflichten. Ob aus seiner Profikarriere am Ende was wird, wird die Zeit zeigen. Interessant wäre es allemal, den Jungen auf dem Platz zu sehen. Die ganze Aufmerksamkeit hat nun zur Folge, dass Luva mittlerweile von einem Social Media Manager namens Alan Jesus beraten und gemanagt wird. Ein Mann mit vielen berühmten Kontakten. Er postet unter anderem Bilder mit Vinicius, Felix und Thiago Silva. Scheinbar übermittelt er aber nicht nur Kontakte und Partnerschaften, sondern übernimmt nun auch die Führung Luvas Kanäle. Das zeigt sich insbesondere an einem Tweet von Luva, wo er frühstückend fotografiert wird. Auffällig ist, neben seinem Teller liegt ein Android-Smartphone. Der Tweet allerdings wurde von einem iPhone ausgeteilt. Die Vorwürfe befeuert vor allem ein brasilianischer YouTuber namens Casemito. Mehr und mehr Leute stellen fest, dass Luva sich in seinen Videos bislang hauptsächlich über Kleinigkeiten wie gutes Essen freut. Und das, obwohl jede seiner Stories mehr als 3 Millionen Aufrufe hat. So viele Aufrufe bedeuten eine extreme Reichweite, die normalerweise auch zu extremen Einnahmen führen. Um das mal einzuordnen, allein auf Instagram hat Luva mehr Abonnenten als Mats Hummels, Pedri oder Leroy Sané. Der nun kursierenden Theorie nach soll sein Berater einen Großteil des Geldes selbst einstecken und so den Jungen ausbeuten. Als ein Fan unter einem Tweet kommentierte, dass er doch seinen Manager entlassen solle, antwortete Luva, dass er sehr glücklich sei und Gott dafür danke. Twitter vor iPhone. Tausende Menschen in Brasilien diskutieren unter seinen Tweets über dieses Thema, beschweren sich über den Manager, erstellen Memes, die ihn kritisieren sollen und raten dem Jungen aus dem Netzwerk auszusteigen. Iran Ferreira aka Luva de Pedrero hat es durch Social Media geschafft, bei Millionen von Menschen ein Lächeln zu hinterlassen und hat sich dabei selber einen Namen gemacht. Doch kommt es zu Geld, wollen sich auch andere daran bereichern.
Einige Menschen beschuldigen nun den Social Media Manager von Luva mit genau diesem Vorwurf. Was meint ihr dazu? Ist etwas an den Gerüchten dran und Luva de Pedrero wird wirklich nur ausgenutzt? Ein anderer Spieler mit brasilianischen Wurzeln ist der uns allen bekannte Oscar. Mit welchen Beweggründen er damals Chelsea verließ und wie viel Geld er heute in China macht, erfahrt ihr im hier links verlinkten Video. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Sonntag bei der Fußball Talk. Ciao.